Der Ritter ist eigentlich auch eine ziemlich gute Startklasse, vor allem da man viel Lebenspunkte hat, Stärke und Geschicklichkeit einigermaßen ausgeglichen sind und die anderen Sachen. Einzig und allein hier. Also Zauberpunkte sind ziemlich schlecht und die Ausdauer ist auch ziemlich schlecht vom Ritter im Gegensatz. Ah. Okay, Krieger hat genauso gleiche Ausdauer und Beweglichkeit. Da gibt es den Schwertkämpfer, die Geschick-Nahkampfklasse. Wie man sehen kann, ist die mit zwei Schwertern ausgerüstet, also mit einem Säbel und einem Kurzschwert. Trägt eine leichte Rüstung. Und die Waffen sind sogar +1 Waffen bereits. Und wie gesagt, ist ziemlich in Geschick und Beweglichkeit der Schwertkämpfer. Dann haben wir den Banditen, unseren Standard-Fernkämpfer eigentlich, sage ich mal fast schon. Jedenfalls was Geschicklichkeit und Ausdauer und so angeht. Ist jedoch strunzdoof. Das hier ist nämlich Intelligenz. Kleriker ist der Willensmagier. Wird fast nichts ausgerüstet. Außer einem dicken Umhang, der viel zu schwer aussieht irgendwie. Und ziemlich viel Willen. Zauberer ist die Intelligenz-Magie-Klasse, wie man sehen kann. Mit ein bisschen mehr Ausrüstung. Also einem Zauberstab. Und einem Dolch. Der Erkunder ist die Sonderklasse, sage ich mal. Also die kann man gar nicht wirklich einordnen. Ich meine, er hat einen Dolch, er hat das gesamte Erkunder-Set, von dem jedes Set-Teil einen besonderen Bonus gibt, soweit ich weiß. Also jedenfalls der Helm gibt einen besonderen Bonus. Bolzen und jede Menge Schnickschnack hier unten. Brauchen wir allerdings auch nicht so wirklich. Und dann gibt es den Bettler, der hat einfach gar nichts. Der hat nicht mal hat nicht mal irgendwelche Stats. Also alles ist auf 6 ausgeglichen. Anders als bei den anderen. Aber ich will mich für den Ritter entscheiden, damit wir die einigermaßen besten Grundvoraussetzungen für die Klasse haben. Beziehungsweise für den Char, den ich spielen möchte. Als Gabe gibt es auch ein paar Sachen. Lebensring bringt nicht viel, den findet man früh, der erhöht die Trefferpunkte ein bisschen. Ein Menschenbild ist nett, aber man findet auch genügend. Heilstoffe sind so lala. Davon findet man nämlich auch mehr als genug. Heimatknochen findet man auch ziemlich viel, ziemlich schnell. Der Riesenbaumsamen ist interessant, wenn man PvP macht. Das Asketenleuchtfeuer. Nicht Asketten, sondern Asketenleuchtfeuer. Davon findet man auch mehr als genug. Damit kann man nämlich einzelne Gebiete im Spiel einfach mal in die nächste Schwierigkeitsstufe erhöhen. Was ganz nett ist, weil die Gegner dann halt mehr Seelen droppen, halt auch schwieriger sind, aber fast der gesamte Loot respawnt. Also ganz seltene Ausnahmen, wie zum Beispiel Eisenkisten, die respawnen nicht. Ich möchte aber das versteinerte Etwas. Das ist für mich immer noch die beste Gabe, meiner Meinung nach. Zeige ich euch nachher auch warum. So, als nächstes Körperbau. Können wir korpulenter machen mit größerem Kopf, kleinerem Kopf? Viel zu schwer, wir bleiben mal bei normal. Figur lassen wir ruhig mal so. Und dann gehen wir mal ins Aussehen. Erweiterte ein. Oh ja. Da werden wir jetzt noch ein bisschen Spaß haben, aber ich werde mich kurz fassen. Wir könnten hier irgendeine Herkunft auswählen, wobei nichts davon wirklich toll aussieht. Also bleiben wir mal. Nein, nicht die. Nehmen wir mal die Herkunft hier, die sieht immer noch am besten aus. Frisur. Der Pferdeschwanz oder der Pferdeschwanz. Nehmen wir den. Und offene Haare, naja, die Frisuren sind nicht so toll. Dutt, nein. Zwei so Dinger. Bleiben wir einfach hier bei, das sieht am besten aus. Auch wenn es nachher eh keinen Unterschied macht, wenn wir den Helm tragen. Genauso wie die Haarfarbe eigentlich. Ja, genau, grelles Gelb.
Ein bisschen dunkleres Blond kann nicht schaden. Augenbrauen. Dick und wuschig, nein. Bleiben wir bei den Augenbrauenfarbe. Passen wir an die Haarfarbe an. Augenfarbe dunkelgrün, ja. Tätowierung könnten wir ja noch geben. Bleiben wir aber bei keine Deckkraft, das können wir alles lassen. So, dann erweiterte Einstellungen, will ich noch ein bisschen was am Gesicht ändern. Wobei das eigentlich schon recht gut aussieht. Gesamterscheinung Alter. Könnte ich noch jünger machen oder viel älter. Warum auch immer man im Alter etwas gelblich aussieht. Geschlecht könnte ich weiblicher machen. Ja, etwas weiblicher. Gestalt, Gewichtung. Nein, das lassen wir mal lieber so. Farbgewichtung. Gucken wir lieber nach den Hautfarben. Machen wir sie ein bisschen blasser. Ja, ein bisschen heller. Bisschen bläulicher könnte auch nicht schaden. Dafür aber ein bisschen violetter. Einfach, dass sie nicht so eine gelbliche Hautfarbe hat. Ja, so ein bisschen leichtes Rosa. Gesamterscheinung Wangenfarbe. Ja, so. Ich will noch ein bisschen an ihren Wangen rumfuschen und an die und ihre Augen etwas kleiner machen. Das kann alles so bleiben. Also ja, Kiefer. Nee, das fehlt unter Kopf eigentlich, oder? Verhältnis Nase, Stirn, Kiefer, Mund. Ah, kümmern wir uns erstmal um die Augen. Augengröße etwas kleiner, bitte. Ja, danke. Gut. Den Augenwinkel. Noch etwas nach außen verschieben, ist okay. Nase. Nase finde ich, können wir eigentlich so lassen. Mundwinkel. Ein bisschen nach oben. Nö. Mundausprägung. Position. Mundbreite. Nee, lassen wir den Mund mal so, wie er ist. Mundausdruck würde ich gerne etwas fröhlicher machen. So. Auch wenn es keine fröhliche Welt ist, in die wir uns begeben. Kiefer, Kinnausprägung. Nee, die lassen wir mal so, aber ich würde gerne die Konturen. Nee, die lassen wir auch mal so. Ich würde gerne den Kiefer ein bisschen breiter machen. Also eigentlich wirklich schon die Kinnausprägung etwas größer. Wäre das unter Kopf? Ja, Kieferbreite. Aber das ist hier oben, das ist die Wange. Jo. Kinnbacken. Und Kinnausprägung hatten wir bereits. Nee, einfach rückgängig machen. Wangen, hatte ich die nicht gerade etwas dünner gemacht? Ja, so. Kopf, Kiefer, Mund, kann ich hier noch was? Mundbreite. Mundausdruck. So. Ja, das dürfte okay sein.
Denke ich mal. Vielleicht die Nase noch ein bisschen. Nasenlochgröße, die Nase etwas nach unten. Nasenspitze, Höhe. Ja. Nasenausprägung. Nee, die kann ruhig so bleiben. Nasenrückenfarbe. Machen wir mal so. Und dann sieht sie eigentlich okay aus. Ohren sind okay, an denen können wir eh nichts verändern. Ich würde eigentlich wirklich gerne noch ihr Kinn etwas breiter machen. Länge. Oder einfach etwas kürzer. Ja, so ist okay. Größe. Ich könnte es größer machen. Nee, lassen wir es mal so. Verteilung. Gedrungen. Ah, Verteilung. Nein. So ist es ganz gedrungen. Machen wir es nur etwas breiter so. Ja, so sieht sie okay aus. Gut, damit ist der Char fertig. Ist das euer wahres Ich? Ja. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Jo. Und wir haben unseren Char. Ach ja. Da war ja was. Das ist ein komischer... Bin ich das, der den... Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich den wieder rauskriege. Man sieht nämlich oben unter meiner Gesundheitsanzeige, dass ich dauerhaftes Gen eingeschalten habe. Jetzt muss ich mal kurz in der Tastaturbelegung gucken. Wie schalte ich das nochmal aus? Y, okay. So, man kann nämlich dauerhaft rennen. Irgendwie einschalten. Und man kann sogar dauerhaft einen Block einschalten mit M. Also ja, ich spiele wieder mit Tastatur. So, ich habe jetzt eine Startausrüstung und eine Startwaffe. Mein toller Zopf ist jetzt hinten in der Rüstung versteckt. Aber so sieht die Frisur eigentlich auch ganz schön aus. So, ich kann jetzt mit den drei netten Damen nochmal reden. Die lachen mich nur aus und dann haben sie nichts mehr zu sagen. Jedenfalls zwei von ihnen. Also ja, wenn man die ganze Zeit hier in einer dunklen Hütte sitzt, wird man wahrscheinlich irgendwann richtig sarkastisch, wenn ständig Untote durchlatschen. Was hast du noch zu sagen? You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an arm pass. But if your will is yet unbroken, then you may return here. To start again. With a clean slate.
Now, go along, go along. Ja, also sie sagt, wir können jederzeit hierher zurückkommen, um nochmal von vorne anzufangen. Was sie damit meint, werden wir später erfahren. Und ja, ich hau erstmal die Truhe, sicherheitshalber, die hier oben ist, und plünder sie. Und nehme auch gleich mal die Lebenssteine hier aus dem... Obwohl, ich könnte sie drin lassen. Aber auf dem dritten Slot, so. Und dann können wir noch mit ihr hier reden. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Also ja, wir betreten jetzt demnächst ein altes, verfallenes Königreich, nämlich Drangleic. Ich hoffe mal, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Und sie hat jetzt auch gerade schon gesagt, dass dazwischen hier ein Limbus ist. Also wirklich so eine Art Fegefeuer, könnte man fast schon sagen. Also mit den drei verrückten Frauen hier auf jeden Fall. Mal sehen, was sie noch zu sagen hat. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did, and her mother before her, and so on. Also ja, drei Feuerhüterinnen. Die kennen wir ja auch noch aus Dark Souls 1, wobei sie da jünger waren, teilweise Rüstungen getragen haben oder irgendwo eingesperrt waren. Aber ich glaube nicht, dass eine von den dreien hier eine von den Feuerhüterinnen ist, die wir aus dem ersten Teil kennen. The old women were keepers of the fire. But now, the fire shows signs of fading. And the kingdom is beset by hollows. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, firekeepers were commonplace. But now they are lost, scattered to the winds. The old women are sit long ago, but now. Ja. Sonst sagt sie uns nichts Neues. Also können wir durch diese Tür hier. Wir sind mal so höflich und machen die Tür hinter uns zu. Ihr komisches Haus verlassen und befinden uns in einem kleinen Dickicht. Leuchtfeuer sind Orte der Rast. Ihr könnt daran auch Fackeln anzünden. Und ja, das sind Tutorial-Steine, die wir im Gegensatz zum ersten Teil sogar zerhämmern können. Und hier hinter dem Karren leuchtet etwas, das wir aufsammeln können. Die Seele eines verlorenen Untoten und eine Fackel. So, die Fackel ist schon mal recht nützlich. So, hier können wir in unsere Gegenstandskiste schauen und können schon mal die rostige Münze ablegen, die wir nicht brauchen. Genauso wie die Rüstung, die wir am Anfang an hatten, die durften wir nämlich behalten. Dann müllt das nämlich nicht unser Inventar zu. Also im Gegensatz zu Dark Souls 1 haben wir direkt die Gegenstandskiste gleich von Anfang an. Und müssen sie nicht erst für 1000 Seelen kaufen. Wahrscheinlich einfach, weil die Entwickler gemerkt haben, dass das ein bisschen komisch war. Dass man beim ersten Mal spielen die Kiste kaufen musste und sie danach nicht mehr kaufen konnte. Und ja, 1000 Seelen waren nicht so schwer zu bekommen in Dark Souls 1. Und ich habe gerade schon irgendwas rumpeln gehört. So, und wir kommen im Tutorial-Gebiet, im eigentlichen Tutorial-Gebiet. Wie man sehen kann, sind hier ein paar Nebelwände. Die kennt man auch aus Dark Souls 1 noch. Dahinter waren hauptsächlich Bosse oder halt neue Gebietsabschnitte. Und was auf jeden Fall neu ist, wir können hier in dem Teil Fackeln anzünden. Also Fackeln in die Hand nehmen und rumtragen. Das war ja in Dark Souls 1 so eine Sache. Das konnten wir nicht. Da gab es nur die Schädellaterne der Nekromanten und den Lichtzauber.